So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, erstmal hier. So. Der Beitest. Genau. So. Vollbild. Wir waren gerade dabei. Ist schon ein paar Minuten her. Wir wollten eigentlich, genau, die Hilfe studieren. Wir wollten die Hilfe. Nein. Ja, genau, da. So, Blöcke. Genau. So, und zwar, wie hieß das Ding? Irgendwas mit Banner. Banner. Haben wir schon erwähnt, dass ihr scheiße findet, dass diese Kacke hier nicht einfach wirklich sortiert ist? Guck mal, ewiges Feuer. Da war das. Beschreibung ewiges. Kann diese Schreibmusik mal ausgehen? Ewiges Feuer ist ein schädlicher Block. Ewiges Feuer kann von Schlägen auf Wasserblöcken in der Nähe gelöscht werden. Anders als Maßwerk geht ewiges Feuer nicht alleine aus. Auch nicht durch Unterregen. Es ist sicher, ein ewiges Feuer zu schlagen, aber es tut weh, wenn man direkt an einem steht. So ist die Betonung. Maximal lalalala, dieser Block richtet einen Schaden von lalala, dieser Block ist vollkommen lautlos, lalala, ein. Mit einem Block ist ein Block gebaut, dieser Block ist eine Stelle, lalala, dieser Block ist eine Stelle, lalala. Dieser Block kann mit jedem Werkzeugwort, lalala, dieser Block wird nach einem Ab- und die, dieser Block zerstört ihn, aber es steht nirgendwo, wie man diesen erzeugt. Das ist natürlich schade. Das heißt, die spawnen wirklich scheinbar nur durch den Map-Generator. Man selber kann sowas gar nicht platzieren. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ne? So, wo ist denn jetzt dieser Kack? Jetzt können wir hier gleich mal gucken. Ah ne, das ist was anderes. Das ist vollkommen lautlos, weil mein Blöcke leuchtet schwach. Ne, wir brauchen das hier brauchen wir, genau. So, dieser Block vollkommen lautlos, von einem Block und blablabla. Okay, das hat also keine Funktion. Das ist natürlich sehr traurig. Und Zwiebelranken, das war auch noch. Und dieser Block kann beklettert werden, dieser Block vollkommen lautlos. Dann gehört werden, wahrscheinlich eine Stufe von 1, dieser Block kann mit jedem dieser Block. Nach dem Abbau folgendes Abwerfen, Zwiebelranken. Dieser Block wirft sich selbst ab, wenn mit einer Schere abgebaut wird. Das hat also, außer dass man klettern kann, sonst auch keine Funktion. Schade. Gut. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier, wie dieser Kackblock hieß. Wie hieß denn der? Der halt einfach hier. Bäh. Danke dafür, Angela Merkel. Ah, nee, geht ja nicht mehr als Olaf Scholz. Das Ding hatten wir. Das Ding ist. Ach, Loom. Ich habe gerade nach Banner gesucht, weil ich dachte, dass Banner im Namen ist. Aber das Ding hat einfach nur Loom. Dann können wir es natürlich auch nicht finden unter Banner. So, Loom. 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 Ist ja zum Glück ein relativ kurzer Name. Das heißt, wir können relativ schnell finden. Nee, das ist Moos. Hat zwar auch zwei O's und auch nur vier Buchstaben, aber ist trotzdem ein anderes Wort. So, da ist Farn, Ofen. Ach, da. Loom. Es ist eine chemische Workstation. It's used to create banner designs. Ja, aber wie? Er ist vollkommen lautlos. Dieser Block leuchtet schwach. Deine Mutter. Okay. Ich sehe leider nicht, wie man ihn benutzt. Das heißt, ich schätze mal, man muss da wirklich, wenn man einen Banner in der Hand hat, mit dem Banner in der Hand darauf klicken, damit sich da irgendwas tut. Na gut. Auf jeden Fall ist das Ding hier erstmal useless. Ich baue das Ding also erstmal wieder ab. Und das Ding würde ich dann an der Stelle dann höchstens hier hinbauen. Wobei, wir haben halt noch keine Banner, ne? Das heißt, das bringt eigentlich auch nichts. Weißt du was? Ich schmeiß erstmal hier in die Kiste. Genauso wie das Ding.
Da können sie über ihre Kacke, die sie gemacht haben, nachdenken. Warum habe ich hier so viel Scheiße drin? Ist ja komplett gar keine Ordnung von irgendwas. So, wir wollten die ganze Zeit eigentlich Steine einschmelzen, haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Sogar. Ah nee, wir hatten noch hinten irgendwo Öfen, ne? Wir hatten noch hier hinten. Hatten wir nicht viel Öfen gehabt? Habe ich den wieder abgebaut? Nö. Nö. What the fuck? Wait. Wait a minute. Jetzt fühle ich mich dumm. Ich habe doch hier für Öfen hingebaut gehabt. Ja, sage mal. Wo sind die für Öfen hin? In den Kisten sind sie nicht drin, also abgebaut habe ich sie wahrscheinlich nicht. Und hier rumstehen tun sie auch nirgendwo. Das ist doch Betrug. The fuck is going on? Ich meine, ist jetzt nicht schade drum. Wir können einfach welche neu bauen. Ist ja bloß ein bisschen Cobblestone, was wir brauchen. Aber wenn wir jetzt jedes Mal alle Öfen neu bauen und dann die anderen wiederfinden, dann haben wir ungefähr 300 Millionen Öfen. Und sonst können wir ja mit denen nichts mehr machen, ne? Das heißt, wenn wir eine 3 Millionen Öfen haben, können wir die dann bloß noch wegschmeißen. Und da habe ich halt so hart gar keinen Bock drauf. Sag mal. Habe ich die irgendwo reingeklatscht? Nee, ne? Oh. So, hier draußen ist er auch nicht, okay. Ja, keine Ahnung. Gut, dann machen wir uns doch wieder welche. Machen wir uns doch wieder welche neu. Tja, sehr interessant tatsächlich. Da habe ich jetzt so nicht mit gerechnet, dass die einfach weg sind. Wie gesagt, wir hatten hier welche. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da bin ich mir so sicher, wie, so, ne? Ich mach gleich mal ein paar mehr, wobei lohnt sich eigentlich nicht. Vier reichen da vollkommen aus. So. Okay. Genau so waren sie. Da bin ich mir sowas von sicher. So, Cola. Achso, Cola haben wir doch relativ viel dabei gerade schon. Das heißt, wir brauchen bloß noch Stein. Da haben wir. Ach, guck mal, wir haben sogar noch ein paar Blöcke. Doch, machen wir noch ein paar Blöcke. Haben wir nicht alle verbaut? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Guck mal, wir haben sogar noch zwei Blöcke. Ob sie denn da? Wir könnten also sogar unten, also mit unten, wenn ich jetzt im Nether, das eine Portal wieder reparieren. Ha! Gut. Wenn es nicht zwischenzeitlich noch mehr abgebrannt ist. Ne? Da brauchen wir. Ah, wie viele nehmen wir eigentlich? Wow, ich mach's genau falsch rum. Du sollst nach da. Und du sollst nach da. So wird ein Schuh draus. Ja, ganz ehrlich, wir brauchen erstmal, wir haben eh nur vier Öfen. Also viel mehr als vier Stacks macht eh erstmal keinen Sinn. So, dann würde ich mal sagen, wait a minute. Du kommst nach da und dann kommst du zu. Geht das? Ja, hat funktioniert. Jetzt habe ich ganz viele 64er Stacks. Sehr schön. So, du kommst nach da. Und wir brauchen. Ja, bloß 8. Hey, halt, wie, wo, was? So, genau. So, du nach da. Du nach da. Eigentlich könnten wir überall gleich alle 16 reinmachen. Weil die Steine brauchen ja dann noch einen weiteren Durchgang, ne? Die müssen ja zweimal gebacken werden. Oder? Wie war denn das?
Also das allererste ist, welchen Stein brauchen wir jetzt genau? Wir brauchen noch den, den wir hier bereits haben, oder? Das ist doch 1 zu 1 genau dieser Stein. Ja. Warum haben wir denn aber hiervon noch Steine über? Na gut. Also auf jeden Fall Steinziegel. So, also gucken wir mal, wie die gemacht werden hier. Steinziegel. Meine Fresse. Wie ist der technische Name von denen? Bricks, ne? Bricks. So. Ah, okay, nee, die werden nicht nochmal gebrannt, die werden angeordnet. Ah, okay, okay, okay. Gut. Dann müssen die also doch nur einmal gebacken werden. Sehr schön. Aber wir können trotzdem nochmal hier 4 weitere Stacks machen. Ungefähr so. Dann machen wir das mal nach da, dann machen wir das da, da und da. So. Aber hier nochmal 4 in der Pipeline. Boah, Digga, Pipelining, Alter. Ey, ich bin voll moderner Prozessor und so. Die Motherboard, die Motherboard. Okay. So, wir können das Eisen mal ganz kurz hier reinschmeißen. Da und da. Das brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben ja bereits hier eine Axt sicher selber drin. Und was bist du? Du kannst auch da rein. Da haben wir mittlerweile fast einen Stack voll, ohne dass wir wissen, was wir daraus überhaupt Sinnvolles machen können. Wenn man daraus überhaupt irgendwas Sinnvolles machen kann. Ich meine, wir haben es ja zum Glück. Das heißt, wenn in der späteren Version von dem Game der doch nochmal eine sinnvolle Funktion bekommt, dann haben wir es zumindest schon. Von daher kann es nicht schaden. Gut, dass wir jetzt daraus schon einen Waren gemacht haben und damit jetzt den Slot belegen. War für jetzt vielleicht ein bisschen unnütz, aber hey. War für die Wissenschaft. Damit wir gucken können, ob wir daraus etwas machen können. So, wie sieht es hier aus? Mach mal ein bisschen hinne hier. Das ist ja Zeitverschwendung. Baue ich mal ein bisschen bei den Beeten ab, aber ganz ehrlich, die Kisten sind so schon alle so voll. Wir kriegen hier doch eh nichts mehr rein. Also die ganzen Beta-Bohnen bringt halt nichts. Gut, ganz ehrlich, wir können die ganzen Samen wegschmeißen. Das hier brauchen wir nicht mehr, die Dinger brauchen wir alle nicht mehr. Ganz ehrlich, ich räume mal ein bisschen auf hier. Das ist doch alles Müll. Was brauchen wir noch nicht? Eine Delikatesse. Nom, 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 nom. Ach, guck mal, hier bekommen wir Schaden. Oh, cool. Mm. Aber nur relativ kurz. Na gut, okay. Weil das wundert mich ja, dass wir von dem Gammelfleisch keinen Schaden mehr bekommen, hier von dem Zeug. Da hat man ja früher auch Schaden bekommen. Aber jetzt, also muss ich erstmal, damit ich überhaupt was essen kann, muss ich ja. I want in the circle, I hurt myself, just to find my purpose. So, wisst ihr, da haben wir jetzt, achso, da haben wir grüne Keulen, keine grüne. Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung. Ist doch das gleiche wie eine Vergiftung. Oder gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Arten von Gift? Warte mal kurz. Da steht da irgendwas mit 33%. Ne, 80%. Ich verstehe das nicht. Das Ganze ist mir. Ich renne mal so dolle, dass wir da ein paar mit einmal essen können. Vielleicht muss man da ganz viel von essen, damit man vergiftet wird. Nein, nein, nein. Guckt euch unsere Beete an. Sind sie nicht schön? Die sind so wunderscheiße schön. So, können wir gleich mal gucken bei den Öfen, wie es mit den Öfen aussieht. Ob die mittlerweile schon ein bisschen hier gedingstert sind. Ne, die sind immer noch alle aktiv. Wie lange brauchen sie noch? Noch eine ganze Weile. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Du Arsch. So, wir warten mal, bis wir so ein bisschen halb, also noch 2 Keulchen weg sind. Und dann versuchen wir mal mit diesen, was auch immer das eigentlich ist, unseren Markt zu füllen und gucken, ob wir dann wirklich auch grüne Herzen bekommen. Weil ich verstehe ansonsten den Sinn davon halt nicht, ne? Aber ich glaube, wir haben das bereits geguckt. Wir hatten ja, als wir die eine Tour gemacht haben, haben wir uns ja nur von dem Zeug ernährt. Und da ist trotzdem nichts passiert. Also,
So, das ist schon mal grün. Jetzt noch mehr grün. Oh, da war drei Stück gegessen und es ist nichts passiert. Also, weil ich jetzt ob das auch noch esse? Also geht jetzt natürlich nicht mehr. Scheiß dich mal dann. Oh. Oh. Gibt es dafür vielleicht einen Eintrag im Hilfe im Dings der Bumster Grundlagen? Gift, 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 da, wo, was, hä? Hä? Wo sind die Hauptgegenstände? Ach, da. Werke, sonstige Gegenstände. Heiner, Bote. Giftige Kartoffeln. So, um dieses Essen, die bestätigen Kartoffeln nicht gerade gesund, sie können gegessen werden, um halten, aber es gibt eine Chance, dass sie, was? Dass sie kurz vergiften wird. Brr. Sie kann gegessen werden, um Hungerspunkte zu erhalten, aber es gibt eine Chance von 60%, dass sie kurz vergiftet wird. Ja, sag ich auch. Der Satz ist falsch gebaut. Das macht so keinen Sinn. Um dies zu essen, halten sie ja, aber hier steht nicht, was das Scheiße. So. Jetzt wollen wir weiter. Gift, Gift. Apfelkohle, Smaragd, Scheiße, deine Mutter, dein Vater, alle tot. Bumm. Schießpulver, kann man bestimmt auch essen. Gammelfleisch. So, igitt. Ey, ist besser als jeder Döner. Dieses Stück Fleisch hat wohl bessere Tage gesehen. Wenn sie es essen, werden sie sofort vergiftet und leiden einen Schaden. Okay, man bekommt normalerweise Schaden, es funktioniert nur einfach nicht. Hier, sie werden sofort vergiftet und erleiden einen Schaden von 4 Trefferpunkten. Ne, also das sind glaube ich 2 Herzen. Also quasi ein Trefferpunkt ist ein halbes Herz immer. Ja. Okay, das heißt, es ist eigentlich doch, dass es Schaden macht, nur das funktioniert irgendwie nicht. Sehr geil. Jetzt würde ich aber gerne mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt quasi die beiden Sachen miteinander kombinieren. Ha? Wenn wir also jetzt richtig top-notch gehen und sagen, fuck my life, I'm going to die. Hoffentlich. So, dann essen wir jetzt einmal das Ding und einmal das Ding. Ja. Passiert genau das gleiche, wie wenn wir nur das essen. Das heißt, das Ding hat überhaupt keinen Effekt. Cool. Jetzt können wir natürlich noch probieren, wenn ich jetzt meine Rüstung hier ausziehe, ob die mich von dem Schaden bewahrt. Weiß man ja auch nicht. Weil ich weiß halt jetzt nicht, ob 4 Trefferpunkte wirklich 2 Herzen sind. Oder ob das noch eine ganz andere Maßeinheit ist. Und ob die hier mit 2 Maß messen. Nö, macht aber noch keinen Schaden. Ja, okay. Das heißt, Gammelfleisch können wir gefahrenlos essen, weil den Schaden, den sie anrichten, tatsächlich einfach gar nicht funktioniert. Sehr geil. Cool. Finde ich schön. Wir haben einen eisernen Magen. Sehr geil. So, die sind hier immer fertig mit der ersten Fuhre. Ich bin auch schon eine richtige Furie. So, dann haben wir das da. Dankeschön. Perfekt. So. Habe jetzt 64 von. Ich weiß nicht, ob ich gleich 64 bauen möchte. Ich glaube, wir bauen erstmal die. Also erstmal die wir sowieso gerade in der Hand haben. So. Und ja, ich mache diese Holzdinger, die, also die Hauptträger, die baue ich nicht nach unten durch, weil ich es von der, wie sagt man, von der Architektur, von dem das Gebäude nicht einstürzen, Gedings, Gedöns, Statik. Weil ich von der Statik her glaube, dass man das durchaus so bauen kann, dass diese Holzdinger von der Wand getragen werden. Die Wand dürfte an sich dafür locker stark genug sein, weil ist halt fucking Stein. Das heißt, wir müssen diese Holzpfähle nicht durchziehen, damit sie tragfähig sind, sondern sie können auch einfach auf der Steinwand lasten. Ja, deswegen baue ich die Steinwand da auch. Den hätte ich da gar nicht hinbauen brauchen. Fick die Henne.
Ich mache mal hier ungefähr so und so. Und wie wollte ich es überhaupt bauen? Wollte ich hier die Wand 1 runtersetzen? Nö. Okay, das heißt, du kommst dahin und du kommst dann dahin. Damit wir schon mal wissen, bis wohin wir von der Höhe her bauen müssen. So, ne? Und das schon haben wir keine mehr. So, wir haben 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, und verzählt. Scheiß Treppe. 15, 16, 17, 18, 19, sagen wir mal 20. So, wir haben 20 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das heißt, wir brauchen 120 Steine, also Blöcke alleine dafür. Das heißt, zwei Stacks müssten reichen. Das heißt, wenn ich jetzt so mache und so mache und so mache und so mache, dann einmal so und einmal so. Das sollte reichen, oder? Ja, probieren wir doch einfach mal. Die Viecher spawnen halt echt überall, ne? Was ist denn los mit denen? So, erstmal mache ich die Fackel nach da, damit die da weg kann. Weg, weg, weg. Das ist mein Revier. Ich bin gefallen. Gefahrlich dir, gut. So. Da so, ich muss mal aufpassen mit dieser Kacktreppe. Die geht mir jetzt voll auf den Eimer. Ja. So, da brauchen wir nicht. Die machen wir nur dahin, wo wir sie auch sehen können. So, hier müssen wir gucken, was wir hier machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich lasse erstmal einfach hier so offen. Damit wir das später noch Gedings holen können. Also hier, Lava. Digga, Lava mal nicht so. So, das da, 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 da und da. Perfekt. Da könnte sogar schon zu viele gewesen sein. Ist aber kein Problem, weil hinter uns ist ja auch noch eine Fläche, die wir noch machen müssen. Da so. Ja, da ist ja auch noch ein bisschen was. Gut, aber 29 ist trotzdem zu viel. Aber egal. Ein paar auf Reserve können nicht schaden. Da muss ich genau da auf die Höhe. Ach, der war umsonst. Super. So, hier jetzt. Hier wird es jetzt spannend. Da muss ich einmal so und so und so, 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 so. So, und so. Und hier muss da noch einer hin. Perfekt. Ich bin mit der Treppe jetzt so irgendwie gar nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sieht hier ein bisschen scheiße aus. Um nicht zu sagen, komplett behindert. Du hast auch umsonst, aber egal. Alter, was ist denn mit diesen Tieren los? Bin ich hier falsch? Oh, die waren beide umsonst. Hier kommt ja eine. Nee, kommt. Doch, hier kommt die Decke hin. Ah, nee. Ha, nee, doch, die waren. Hier, genau. Die Decke fängt ja erst ab. Hä? Wait, was? Ich bin. Wo kommt die Decke hin? Auf welcher Höhe? Was zur verfickten Ficky Fick Fick? Wie wollte ich denn die Decke machen? Warum ist sie offen? Warum sind die Tiere so laut? Das ist ja total kurios hier alles, Alter. Wie wollte ich denn das mit der Decke machen? Wollte ich die Decke angleichen oder wollte ich die wirklich auf verschiedene Höhen haben? Die wollte ich doch angleichen, oder? Weil eben, hier habe ich die Wand auch bis nach ganz oben gemacht. Hier habe ich aber eine Lücke gelassen an der Stelle. Das heißt, ich wollte wahrscheinlich wirklich die Decke von der Höhe her anpassen lassen. Okay. Ja, dann ist es halt so. Dann müssen wir hier noch ganz viel Clean Stone erzeugen. Also hier dieses Smooth Stone oder wie die Dinger heißen da. Diese komischen die Platten-Dinger halt hier. Wisst ihr schon, was ich meine? Wie genau ging die nochmal? Ich habe absolut keinen Plan. Na, so war ja Bricks. Das macht ja keinen Sinn. Ah, Smooth. Smooth. Digga, Smooth. Ach, die müssen nochmal gebrannt werden. Okay. Brauchen wir nochmal ein bisschen Kohle. Ja, siehst du, schon haben wir einen ganzen Stack Kohle verbraucht.
So, wie viel brauchen wir denn überhaupt, damit ich hier nicht viel zu viel Zeug wieder einbrenne? Wir brauchen 6 Breite und 1, 2, 6, 18, 20 minus die Treppe. So, das heißt, das sind alleine 6 mal 20 sind 120 und dann haben wir hier minus, was macht dieser Scheißfisch hier? Weg mit dir! Ab da rein, genau, ab da rein, ab da rein! Hä? Kann ich hier nicht da rein? Ja, komm. Ja! Haha! So, kannst du in der Hölle verrecken. Viel Spaß dabei. So, wir waren bei 120 minus 1, 2, 3, 4, 5, also 110. Okay, das ist doch ein Plan. Wir brauchen also wieder zwei Stacks. Also, haben wir noch so einen Stein, der rumfliegen? Ja. Wir brauchen also nur 100. Das heißt, wir machen ein 50er Stack. Wir machen ein 52er. Wir machen ein 56er Stack. So. Bam. Genau, ein 56er Stack hin. Das wären dann 7 Kohle. Und dann brauchen wir noch. Boah, Alter, ich bin. Warum kann ich gerade nicht rechnen? Ich hasse Minusaufgaben. So, wir brauchen noch 44. Ist es richtig? 100 minus 56? 4? Doch, ist 44. Ja, klar, ne? Weißt du, ich kann alles. Ja? Ich bin hier einfach so ein Mathe-Gott. Aber ich habe bis heute einfach kein Minus-Skill. Ist bei mir einfach so non-existent. So, wir sind 44. Da heißt also, wir brauchen 6. Weil mit 6 können wir halt 48 machen, aber naja, wir haben halt nur 44. Aber ne, so 5,5 Kohle geht ja leider nicht. Also müssen wir 6 nehmen. Bisschen Verschwendung. Das Problem ist, eigentlich bräuchten wir nur 42, weil wir haben ja hier 12. Nicht 10, aber dann hätten wir halt noch mehr Verschwendung. Also von daher packe ich jetzt sogar noch 4 Stück rein. Dann haben wir danach noch 6 zu viel. Aber dafür haben wir keine Kohle verschwendet. That's the deal. Obwohl, ganz ehrlich, eine Kohle mehr verschwinden macht mehr. Nee, komm, ja, wir machen es so. Ich wollte gerade sagen, eine Kohle ein bisschen verschwenden ist besser als hier ein Stack. Irgendwo einlagern zu müssen, wo dann 6 Dinger drin sind. So platztechnisch. Aber, also wie gesagt, sobald der Keller fertig ist, können wir da ganz viele Lager bauen. Kisten. Dementsprechend sollte dann Platz kein Problem mehr sein. Können wir bei The Witch mal anfangen hier. So holzmäßig haben wir noch ein paar Kisten da. Genau. Ne, das waren die. Genau, das waren die normalen Truhen und das hier sind diese Trap-Dinger. Also diese mit Redstone. So, das heißt, welches Holz brauchen wir am wenigsten? Fichtenholz zum Beispiel brauchen wir gar nicht. Ja, wobei, da haben wir nur einen Stack, den lassen wir mal. Wenn wir da dekorativ damit irgendwas machen wollen. Aber zum Beispiel dieses ganze Dschungelholz kann halt original weg. Wir haben bei Zoe gar keine Dschungelsetzlinge, fällt mir gerade auf. Warum haben wir keine Dschungelsetzlinge? Aber. Hä? Ach doch, das Ding ist Dschungel. Okay. Nevermind. Gut. Dann, ja, wie gesagt, wir nehmen hier mal das so, ne? Und dann, werden wir mal in der nächsten Folge ganz viele Kisten bauen, die wir dann unten alle hinstellen können. Und dann brauchen wir noch ganz viele von diesen Slats, wo wir die Kisten raufstellen können. Also, das wird ein bisschen spaßig noch. Ja, bis dann.